Also darfst du loslegen. Eine Frosch da. Also Rapunzel hat hier einen Frosch. Ein Junior-Frosch. Das gibt nicht einmal einen Jüngling. Scherzig. Ah ja. Übrigens noch. Ja was? Komm, jetzt sag jetzt den Spruch, den musst du sagen. Heute zusammen, das ist Rapunzel. Heute zusammen, das ist Rapunzel. Viel Spass. Heute gehen wir miteinander rein. Hau! So, Rapunzel hat gemeint, ich soll filmen, wenn ich da oben laufe. Sie sind alle im Viertel. Und... da kann ich wieder dazu schnurren. Da oben haben wir den mächtigen Berg, wo wir heute werden besteigen. Wir sind heute im Schrottenkarst. Der Survival Foxy ist auch wieder dabei. Jetzt werden wir gerade verrissen von denen. Ja, sind die herzig. Der Rapunzel ist auf der Alp. Beim Kaffee Schnaps. Hast du Blumen auch noch verwünscht? Telefon. Wie schon gesagt, wir sind hier im Schrottenkarst. Da vorne hat es wieder eine Doline, die in ein riesiges Höhlensystem führt. Wir haben eines von diesen vielen Teichen, die heissen, glaube ich, Blützen. Ahau! Ahau! Ja, genau. So, liebe Leute, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Das ist die Höhle, die wir letztes Jahr zufällig gefunden haben. Wir sind hier auf einer Exkursion. Der Foxy hat da hinten müssen schiffen und dann stehen wir vor dem Loch. Wir sind das letzte Mal hier den Gang hinterher gekrochen und sind bis da gekommen. Mittlerweile habe ich einen Plan gefunden, jetzt wissen wir mehr. Gehen wir mal schauen! Ha! Sie hast eine neue Jacke. Cave Explorer. Sieht super geil aus, also, weißt du, so ein bisschen kriegerisch. Gell? Du bist voll parat für die Höhe. Die Sonnenbrille mit innen nehmen. Sieht besser aus. So, Rapunzel dringt jetzt tief in das Höhlensystem ein. Der Mecke folgt dir. So, wir kriegen jetzt hier mal einen ziemlich langen Gang hinterher. Das da. Geht aber doch nicht fast, oder? Doch, komm. Ja, kannst du versuchen. Jetzt geht es da schon leicht abwärts. Rapunzel weiss nicht wie. Also die Höhle hat minus 33 Meter, aber so steil oben geht es nicht. Rapunzel bestimmt hier die... Es sind noch keine Versinterungen, das ist erst der Anfang. Es ist da ziemlich verklüftet. So, wir sind da schon im ersten Sintergang. Da fängt es schon an. Wunderschön. Das ist erst der Anfang. Dann geht es weiter runter. Jetzt haben wir da Sinter um Sinter. Da unten hinten wird es wieder schmal. Schauen wir mal, das ist eine schöne Formation an der Decke. Ja. Super. Das ist die vom Samstag gerade ein Scheiß. Jetzt haben wir da schon den ersten Schluff. Rapunzel springt tief in das Höhlensystem ein. Tun wir jetzt nicht. Es ist jetzt nachher fertig, wir gehen retour. Ja, jetzt haben wir sind jetzt an so einem extrem engen Schluff. Da vorne ist Rapunzel. Foxy kommt nicht. Und jetzt wieder durch den engen Schluff retour, wie sich der Foxy mit filmen. Ich musste zuerst einmal einen Platz suchen, zum wenden. So, jetzt sind wir durch den engsten Schlauf durch. Der Foxy will da so eine geile Engstellen-Szene drüllen. Der Mecke ist jetzt eigentlich retour in diesem Gang rein. Er sollte für vorwärts sein. Nur, dass es gut aussieht. Foxy, das Licht stört. Hure geil. Das gibt jetzt schon die geilen Aufnahmen. Gut. Danke. Das Problem ist jetzt, ich bin... So, ich liege jetzt an so einem engen Stollen. Hinten kommt das Licht. Das ist geil. Hinten kommt der Foxy. Vor mir liegt Rapunzel. Ich bin eingeklebt. Die ersten Tropfsteine. Rapunzel kreucht in einer wunderschönen Tropfsteinhalle. Jetzt haben wir schon die ersten. Was soll ich? Was ist jetzt das? Rapunzel schreit da vorne irgendwie. Ich muss mal schnell schauen. Rapunzel versucht jetzt... ohne die Bodenversinterung zu beschädigen, das Sinterbecken zu beschädigen, da durchzukommen. Sie hat es geschafft. Wir sind jetzt zu den engen Stollen durch. Rapunzel steht hier vor etwas Schwarzem, Bedrohlichem.
Gang weiter. Lüften wir das ganze Mantien mal aus. Da haben wir wieder so ein Phallus-Symbol. Schau mal da oben. Schau mal. Mein Gott, so steht jetzt in dieser riesigen Halle. Rapunzel, Blick dahinter. Schau mal. Hä? Was meinst du? Herzig. Also mega. Mega, hey. Da sind wir schon das letzte Mal. Ich bin fast ausgeflippt das letzte Mal und sage, jojo, es ist ein bisschen hübsch. Schaut euch mal das an. Das ist jetzt wirklich ein Traum. Ein Traum. Ein Traum in Tropfstein. Wenn wir da aufpassen, dass man da nichts beschädigt. Das schöne Sinterbecken hier unten. Schau mal. Rapunzel steht jetzt da vor diesen wunderschönen Versinterungen. Bestimmte Sache. Also, es ist ja ein Speleo-Film und darum machen wir jetzt auch ein paar Speleo-Aufnahmen. Das ist ein bisschen ziemlich langweilig, aber das muss auch mal sein. Da unten das Sinterbecken. Überall da die. Was sind das? Stalaktiten? Also, Rapunzel sagt, es ist ein Stalagmit. Dann. Schau mal da, wunderschöne Versinterung und da die Platte, das ist so Wahnsinn, ein Traum. Ja klar, die Koralle, die dort liegt. Schauen Sie mal. Ich kann mir das empfehlen. Überall so Koralle. Und dann dort vorne sind die Fuchsi. Wir sind jetzt ganz sorgfältig. Kriechen wir hinterher in das Sinterparadies. So, jetzt sehen wir hinten, wird die Höhe wieder grösser. Das sieht man auch vom Plan. Wow. Schauen wir mal da so. Hey. Das ist glaube der schönste Ort, wo ich bis jetzt gewesen bin. Schaut euch das einfach mal an. Schaut jetzt nochmal die schönen Sinterbecken. Da hinten geht es weiter, das Höhlenparadies. Da hinten kommt unser Rapunzel in dieser wunderschönen Zauberwelt. Man weiss nicht, ob man soll die Tropfsteine anschauen oder Rapunzel. Wir sehen nur das Licht. Und jetzt schauen wir mal, jetzt stehen wir hier so in einer Halle. Und jetzt schaut euch jetzt mal das an. Das ist etwa 1,80 Meter hohe Säule. Und da geht die Höhle weiter. So, jetzt müssen wir hier vorsichtig. Nein, ja, der geht nicht durch. Dort, ja, vorsichtig über die Sinterbecke hinein. Und so steht jetzt von dieser Säule. Bewundert sie. So. Ja, mehrere tausend Jahre. Unsere Sachen entstehen eigentlich noch schnell, wenn es kalkhaltig ist. In dem Bergwerk, gell Fuchs, in dem Bergwerk, die Versinterungen, die stehen noch sehr schnell. Fröhliche. Die Tropfsteine sind fast weiss, Jüngling. Da ist wieder die Säule. Da schön mit Gegenlicht. Vorne ist der Punzel in der Tropfsteinhöhe. Es wird sehr langweilig für euch, aber die Schönheit muss man einfach festhalten, wie allzu viel sollte man die Höhe nicht befahren. Jede Befahrung stresst. Rapunzels Haar. Das sind die speziellen Formen von dieser. Vor allem sind sie fast durchsichtig. So, jetzt schaut euch mal die wunderschöne Rapunzel! Es sind einfach wunderschöne Versinterungen. Wo man anschaut, Versinterungen, Tropfsteinversinterungen.
Es ist schon fast langweilig. Es ist so schön, es ist schon fast langweilig. So, Rapunzel läuft jetzt über die wunderschönen Sinterfelder. Schau jetzt einmal hier so. Die Pumpel, die hier runterlampen. Mega schön. Das ist auch wieder so. Das kann man gar nicht beschreiben. Schaut einfach. Oh, jetzt schaut euch einmal die wunderschönen Sinterkorallen an. Da vorne haben wir auch alles in Sinter. Jetzt hier vermutlich im Endkämmerli. Da hat es noch einen engen Schluff, aber irgendwann hört dann die Höhe auf. Ja, da läuft es aus. Ich würde sagen, wir haben es gesehen. Also ich kann da nicht mehr weiter, weil sonst mache ich zu viel kaputt und fertig. Endlich schauen wir mal da so ein Sinterdeck rein. Das ist das Making-of von Foxy im Film. Der wird dann schöner als meine. Meine ist so ein Blödelfilm. Wo? Ja, es ist überall Sand. Jetzt machen wir nochmal mit dem Gegenlicht Aufnahme. Es ist da wie ein Gewitterregen oder Rapunzels Haar, wie sie das so schön sagt. Ja, ich komme ja. Ich muss dann auch noch das Filmchen machen. Du siehst nicht, ob es ein Selfie da ist. Jö, wie herzig. Für wer ist das? Für mich Selfie. So, da der letzte Schluss. Dann sind wir wieder in der grossen Halle vorne. Verabschieden wir uns von diesen schönen Tropfsteinen. So, jetzt sind wir dann gleich wieder in sicheren Gefilden. Da musst du wirklich immer aufpassen, dass du nichts kaputt machst. Rapunzel hat gesagt, ich soll noch hier anschauen und es ist wirklich wunderschön. Rapunzel hat es bald geschafft. Bald ist sie unten. Sehen wir das Seil um so ein Phallus-Symbol. Das ist übrigens ein Pudelloch. Man hofft da irgendwann in ein angrenzendes Höhlensystem zu kommen. Es gibt noch viel zu tun. Du kannst dir vorstellen, da kann hunderte Meter. Rapunzel ist wieder am Seil. Die Strecke ist so lang wie die ganz letzte Höhe vom Samstag. So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Retourweg. Der wunderschöne Gang. Da vorne ist jetzt schon wieder die berüchtigte Engstelle. Der Foxy scheint es zu verklemmt zu haben. So, wir stehen kurz vor dem Ausgang. Noch letzte Kreuzstelle. Ausgang ist näher. Gerettet. So, liebe Leute, wir sind jetzt schon wieder aus dieser Höhle draussen. Es ist wirklich eine wunderschöne Höhle. Wir sagen nicht weiter, wo es ist, weil jede Befahrung von so einem Höhlensystem Stress ist. Schon eigentlich die Öffnung hat schon einen Teil zerstört. Geniessen die Bilder, es ist vielleicht ein langweiliger Film. Aber Rapunzel ist dabei und eine wunderschöne Höhle. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! So, Rapunzel, wie hat dir die Höhle gefallen? Das war hübsch, ja. Hübsch? Ja. Also, wenn du jemandem verratest, nein, du darfst niemandem verraten, sonst muss sich der Foxy umbringen. Okay. Das mir das Beste sagen. Rapunzel hat einen monströsen Käfer.
Jetzt kann der Chris kann den gerade bestimmen. Ah, Entschuldigung, Kaffee. Ah, Entschuldigung. Du musst mich weniger reinlassen. Boah, Scheiße! Bin ich in die Doline runtergefallen. Warte, komm, ich will helfen. Hilfe! Boah! Danke, Rapunzel. Bitte, bitte.